Hey Leute, willkommen zurück zum Haus der Ärsche. Mann, 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 was man hier unten alles erlebt, kann ich euch gar nicht in Worte fassen. Willkommen zurück erstmal. Er hatte Zeit, sich daran zu gewöhnen. Ich mein's ernst. Nein! Das lockt die Vampire an. Ich mache es. Heute hatte ich relativ Montag. Oh, wie mies. Ja, das war der Typ vom Anfang, falls ihr euch erinnert, der jetzt gerade hier oben noch gelebt hat, so annähernd. Das war auch kein richtiges Leben. Armer Kerl. Ich bin ja gespannt, wohin das Ganze hier gipfelt, weil irgendwas muss hier noch passieren. Ich will das alles zerstören, aber wo? Wo ist hier vielleicht... Das irgendwie scheint es alles zu nichts zu führen, wenn wir hier lang gehen, oder? Eisenstange, bestes Werkzeug hier. Für alles. Lustig, dass man auf dieses Moos tritt und alles kommt so ein kleines Feuerwerk raus erstmal. Piu piu. Da schon wieder. Überall diese Dinger, wo die drauf sitzen. Ich dachte, das ist ein riesiges Fitnessstudio hier. Die haben hier trainiert. Vor Millionen von Jahren wahrscheinlich. Wer weiß es. Also dafür, dass die beiden hier eigentlich noch Feinde sind, sind sie ziemlich cool drauf miteinander mittlerweile. Oh, Geheimnis aber auch das hier. Wir fehlen eigentlich noch 2, 4, 7, 8, 9, 10 Geheimnisse nur noch von 50. Alles gut. Bin aber gespannt, ob ich noch alle am Leben halten kann. Einen habe ich ja schon freiwillig geopfert. Und Mervyn, naja. Naja. Ach, er hat irgendwie sowas Alien-mäßiges an sich hier alles. Was ist das denn? Schädel. Oh, das sind die Schädel dieser Viecher. Die Frakturen dieses versteinerten Schädels lassen darauf schließen, dass die Stadtbewohner eventuell von einem invasiven Parasiten befallen wurden. Was? Ist das gar nicht die Urform? Salim, der hätte einen Zahnarzt gebraucht. Keine Reißzähne. Siehst du das? Der Knochen ist gebrochen, wo sie sein sollten, als seien sie von innen herausgebrochen. Was meinst du? Vielleicht waren sie ursprünglich keine Vampire. Sie wurden infiziert. Ja, das wird erklären vielleicht, dass das vorher eine ganz normale Zivilisation war. Zivilisation. Geh mal ganz kurz auf die andere Seite. Diese Fledermäuse. Das ist echt wie die Batcave hier unten. Aber wie tief die unter der Erde sind. Könnte ich ein bisschen schneller laufen? Ich drücke gerade mal alle Knöpfe, aber sie laufen nicht schneller. Ja, das wird's erklären, warum die Vampire auch wie Tiere sind und nicht intelligent. Vielleicht diese Maschinen hier zu bedienen, was auch immer das sein soll. Die Spinner. Salim.
Was ist los? Jackpot, würde ich mal sagen. Oh mein Gott. Die sind aber alle versteinert, oder? Alter! Mother of God! Ja. Dann denke ich dasselbe wie du. Ja, das sind sie, die Viecher. Die Brutstätte. Nicht auf den... Ja, danke. Leise. Nicht auf den Scheiß drauf treten, bitte. Wahrscheinlich ist das ganz schlecht, wenn ich jetzt da über diese Ranken laufe. Die ganze Zeit knackt alles. Oh ne, das ist schlecht. Salim hat ja nicht mal ein Licht. Was passiert wohl, wenn ich irgendwo hier drauf trete? Ist dann vorbei? Sind wir alle tot? Ohne Scheiß! Das hat man nicht gesehen, dass da was lag. Die sind halt echt in diesen Steinen drin, die Penner. Ja! Yeah. Phosphor, Bitch! Ich geb Deckung! Los! Alter, was ist das schon wieder? Oh mein Gott. Fuck, Nicky. Du warst echt die verdammte Kavallerie. Dachte, du wärst tot. Noch nicht ganz. Wo ist Rachel? Ah, die ist egal. Die kann nachkommen. Schön, sie wiederzusehen. Hier, meine Hand. Dachte, sie schlägt sie weg. Gut, dass du hier bist, Mann. Dieser Ort. Was zum Geier ist das? Die Sternenkammer. 3877 Fuß. Oh mein Gott, sind die tief unten. Was ist das hier? Ein Plan muss her. Wir machen die Biester fertig und hauen ab. Guter Plan. Sergeant Kay, was haben wir noch? Wir haben, 8 Magazine 556 FMJ, 3x40mm Explosivschuss, 2 9mm Pistolen und 4 Magazine. Das sollte passen. Und 2 Phosphorgeschosse. Oh, und ein Block. Composition C4. Was? Was die alles noch dabei haben? Es reicht einfach nicht. Und wir haben das hier. Ist alt. Unberechenbar. Es muss eben reichen.
Keine Lunden, aber wir können sie mit dem C4 hochjagen. Hoffen wir, sie ballern noch gut. Die Vampire kommen aus diesen Kokons. Ihr habt die ganzen Dinger gesehen. Da könnten Tausende drin sein. Wir jagen sie hoch. Fackeln so viele Mistviecher ab wie möglich und dann zurück nach oben. Machen wir es so, Sergeant? Hurra! Ich lasse nicht zu, dass er eine Waffe hat. Da sind wir schon drüber hinaus, Ma'am. Wir kämpfen gemeinsam. Oh, Kacke. Wenn du noch den Verbandskasten hast, jetzt könnten wir ihn gebrauchen. Ich hab schon Angst, dass sie dadurch infiziert werden. Ich kann nur eine Person verarzten. Darauf wäre die Presse zu Hause echt scharf. Wow, einfach auf die Uniform geklebt. Wohl auch hier. Wir sollten uns besser nach etwas umsehen. Ich will den Kurs nochmal sehen. Blut. Nick hat mit dem Verbandskasten Salims Wunden versorgt. Ach Mann, hätte ich das anders gemacht, wäre er vielleicht gar nicht verletzt worden. Verdammt. Wahrscheinlich wird Nick deswegen draufgehen. Wegen dem Blut. Aber ist ja auch Quatsch eigentlich. Der klebt's auf die Uniform. Das ist ja wie bei Resident Evil 2. Und Leon und seiner Uniform. Einfach drüber gepappt. Oh, jetzt bin ich wieder Rachel. Rachel. Musik? Wer macht denn hier unten Musik? Okay. Je mehr ich über die musikalische Sprache dieser Kreaturen herausfinde, desto fieberhafter überlege ich, wie sie hierher gekommen sind. Sind sie in den Tagen der Dinosaurier durch die Lüfte geglitten? Hat ihr riesiges Reich den Globus umfasst, als wir uns noch von Bäumen hangelten? Jetzt sind sie tot, ihre Form ähnelt der unsrigen, aber alles andere an ihnen ist dem Leben, das wir, wie wir es kennen, fremd. Die Konsole zeigt anscheinend eine Sternenkonstellation, Cetus, von der Erde aus gesehen. Kamen sie von dort und haben die großen Weiten des Alls durchquert, um hier zu landen? Haben sie versucht, zurück nach Hause zu reisen? Interessant. Durchaus interessant. Einige Notizen zu einer Sternenkarte unbekannter Herkunft, die darauf hindeuten, dass Kreaturen aus der Konstellation Cetus auf die Erde kamen. Ja, das... Ich sag ja Aliens! Fucking Aliens! Oh, die letzte Steintafel wahrscheinlich, ja? Oder die vorletzte. Was? Was? Warte mal, was? Hotel? Das war doch gerade Clarice. Oh, lass mich raten, das ist nicht zu diesem Spiel, das ist zum nächsten Spiel schon, ha? Das ist nämlich die große in der Mitte und wir haben hier noch eins nicht. Ja, ich weiß ja schon, es gibt natürlich schon wieder Ankündigungen für das nächste Spiel. Ich finde das nicht schlecht, ich mag die Spiele. Klar gibt es wieder Leute, die sagen, bah, dieser Scheißdreck ist so unlogisch. Ja, es ist unlogisch. Hab was gefunden. Nein, ich will jetzt nicht die Stele untersuchen, Salim. Sind ich will reden. Sicher, dass das klappt? Wird es. Ich hätte es früher sagen sollen. Tut mir leid wegen Eric. Danke. Lieb von dir. Rachel, ich will doch nur sagen, dass ich dich jetzt erst recht nicht verlieren kann. Wir schaffen es. Ganz bestimmt. Gutes Selbstvertrauen, Marine. Ganz ehrlich, wenn ich so drüber nachdenke, die einzige Person, auf die ich eventuell noch verzichten könnte, wäre Rachel. Oh. Ich hab nichts gegen sie, aber die anderen Jungs hier, also Salim sowieso wegen seinem Sohn nicht. Jason ist ein super Typ. Und Nick, ja, ist halt ein bisschen naiv und es tut mir leid wegen seinem Trauma, aber ich finde, deswegen sollte er auch nicht, ja. Eigentlich sollte Rachel auch nicht sterben, aber jetzt so rein davon gesehen, wer sich opfern müsste, um die anderen zu retten, sag ich mal, ist Rachel vielleicht die beste Position. Zeta Pullman, Bestellung neuer Ausrüstung. Spitzhacken 12, Seil mindestens 300 Meter, Sperrholzkisten 29 extern. 1200 x 790, 510 mm, Bogenlampen, Generator, Brechstangen, Gasmasken. Und noch ein Secret. Wer auch immer dies findet, verzeihen Was Sie mir. Was hat er davon? Geht es wirklich nur um diese Tafeln? Es war Van Huyten, das Schwein. Wer auch immer dies findet, verzeihen Sie mir. Ich habe das Dynamit sabotiert, um meine Kollegen daran zu hindern, diesen Tempel vor der Welt zu verbergen.
Lady Bradshaw hat mich zurecht hierher gebracht. Diese Kreaturen sind der Schlüssel zu unbegrenzter Macht. Hier liegen Geheimnisse verborgen, mit denen die Menschheit nach den Sternen greifen könnten. Vielleicht sogar die Unsterblichkeit erreichen. Bitte schützen Sie diese Ruinen und nehmen Sie mir meine Taten nicht übel. Ich diene nur der Zukunft. Alice van Huyten. Ja. Und hast dabei alle anderen geopfert. Diese Lady, die sich auch nur in einen Vampir verwandeln wollte. Aber da bist du doch wie ein Tier. Du kannst doch gar nicht mehr kontrollieren, was dich antreibt. Und das genau ist ja das Ding. Das bringt ja gar nichts, wenn du nicht mal deine Taten kontrollieren kannst oder überhaupt weißt, dass du existierst. Und der Parasit dich da am Leben hält, ist doch blöd. Verstehe ich nicht. Könnte ich nur noch mal die Sonne sehen. Sonne und ein kaltes Bier. Rachel. Ja? Tut mir leid wegen Eric. Er war ein guter Mann. Das war er. Ach so, mehr ist nicht. Naja. Offenbar nicht gut genug, sonst wäre er nicht gestorben. Haha. Was? Parasite takes over? Jagt Opfer, pflanzt Parasit ein, Parasit reift heran, wird stirbt, Parasit übernimmt den Körper. Und so weiter. Ja, aber ist natürlich verwunderlich. Wie gesagt, das ist doch kein Leben, das man anstreben will. Ich weiß ja nicht. Ich wette, wir haben Texte vergessen, da wo man auf Zeit irgendwas untersuchen konnte, nur in der Einsatzzentrale am Anfang. Das finde ich total dämlich übrigens. Ach nee, warte mal, da konnten wir danach noch untersuchen, oder? Sie kommen! Wir müssen es hier beenden. Mit unleserlich. Wenn mir noch genug Zeit bleibt, wird es meine letzte Handlung sein, dieses Tagebuch auf unleserlich. Vielleicht kann es als Warnung für jene dienen, die unleserlich. Die Knochen dieses Tempels sind blutgetränkt. Wir haben unentdecktes Gebiet betreten und etwas Uraltes und Böses aufgeweckt. Eine Blasphemie, die unbeschreibliche Form und Gestalt angenommen hat. Äonen haben wir als Kinder dieser Welt gelebt, nicht gewahr des Schreckens, der unter unseren Füßen schlummert. Nun haben wir blind die Tore zum Wahnsinn aufgestoßen. Ich habe Angst, aber wir müssen tun, was getan werden muss. Wir müssen diesen Ort für alle Ewigkeiten versiegeln. Für die Menschheit. Mary, es tut mir leid. Oh, er hat sich selbst abgeknallt? Ja, aber das mit dem Dynamit hat ja auch nicht funktioniert, offensichtlich. Und das waren alle Tagebücher, hat man gerade gesehen, vielleicht in einem Achievement. Hallo? Kannst du mal hinlegen? Keiner von ihnen hat überlebt. Nee, alle sind draufgegangen, aber es waren auch nicht so viele. Und ganz ehrlich, angesichts der Tatsache, dass es hier voller fieser Viecher wimmelt, die übermenschlich stark und fast unverwundbar sind, ist es auch nicht verwunderlich. Es ist eher verwunderlich, dass die Pfeifen hier alle noch leben, muss man mal sagen an der Stelle. Ihr Pfeifen. Soll ich mit Salim vorher reden oder muss ich die Stele untersuchen? Ah, nee, siehst du, da geht's weiter. Haben wir alles hier? Aber ist auch egal. Untersuchen wir mal die Stele. Sieht halt echt super alienmäßig aus, ne? Könnte man das auch sagen. Es muss etwas geben. Eine Sprache aus Akkorden, Tonleitern, schallbasiert. Mary spielte Klavier. Sie hat es entschlüsselt. Sie dachte, die Gravuren stehen für Sterne. Siehst du? Das ist Cetus. Der Wal. Wir sind weit weg vom Nachthimmel. Es ist ein Rätsel. Dem Tagebuch nach hatte das Gerät nur eine einzige Tonleiter. Mary hatte sich's allein angesehen. Es könnte eine weitere geben. Ich brauche deine Hilfe. Was kann ich tun? Diese Konsole muss von zwei Personen bedient werden. Also, die ganze Army ist keine Ahnung, Salim ist der Einzige, der es drauf hat.
Ah, okay. Das Triebwerk sieht fast so aus. Das ist unglaublich. Mary glaubte, dass die Kreaturen einst friedlich waren. Ihre Sprache war Musik. Wie könnten sie da nichts fühlen? Dann geschah eine Tragödie. Ihr riesiges Reich ging unter. Ihre Musik verstummte und sie bekämpften einander. Was ist passiert? Eine Krankheit? Wahnsinn? Wir wurden aus den Architekten Killer. Was es auch war, es hat sie verändert. Jetzt sind sie voller Hass. Tiere, tote Wesen. Keine Opfer übrig. Und warteten. Und zwar auf uns. Ist dieser Scheiß glaubwürdig? Ich weiß nicht. Aber die gute Mary hatte mit einem recht. Hier gibt es nur noch Böses. Und jetzt los. Rösten wir diese Mistviecher. Yo! Ach du Scheiße, das ist halt echt viel. Wie wollt ihr das mit dem bisschen schaffen, was ihr habt? Siehst du, was ich sehe? Das besteht alles aus Kokons. Tausenden davon. Legen wir den Sprengstoff dort. Verbrennen sie. Wir werden nie alle erwischen. Shit, sie schlüpfen. Wir müssen hier weg. Schnell. Okay, aufgepasst. Wir haben viel eingesteckt. Brüder verloren. Sogar unseren Colonel. Aber jetzt wird's Zeit, uns zu rächen. Wir bringen überall an den Gebilden Sprengstoff an und benutzen dann die Fernzündung. Sobald das Zeug hochgeht, machen wir, dass wir wegkommen. Mit etwas Glück rösten wir nicht nur ein paar Vampire, sondern lenken auch welche ab. Wenn wir hier sterben, nehmen wir wenigstens ein paar dieser Viecher mit. Okay. Wer platziert das Dynamit? Ach, scheiß drauf. Ich mach's. Du spinnst. Wir machen's zusammen. Nee, die sehen uns. Wenn noch mehr von uns da unten sind. Nimm den Zünder, falls ich es nicht schaffe. Nick? Hör zu. Falls ich es nicht schaffe, musst du die Dinger hochjagen. Aber ja nicht zu früh dann rumfummeln. Du bleibst immer in Funkkontakt, klar? Und wenn ich keinen Empfang habe? Nimm ich ein Leuchtsignal. Wenn du das siehst, drückst du den Zünder. Sei schnell. Und vorsichtig. Verstanden, Kumpel? Ich werde die Verletzung wird ihn killen. Aber dann stirbt er als Held, vielleicht. Muss ich Nick spielen? Erste Ladung platziert. Over. Okay. Da war noch mehr, das Licht. Links, rechts. Los! Oh!
Er ist auch wieder da. Der Schweinebär. Oh, das Blut, scheiße. Ich sag doch, die Verletzung. Oh, shit. Das wird ihn killen, Mann. Das wird ihn killen. Das Blut von Nicks Verletzung hat eine Kreatur im Kokongewölbe geweckt. Verdammt. Verdammt. Der Typ ist aber noch da, nicht nur das Vieh. Dieser ekelhafte Typ ist noch hinter uns her. Irgendwas mit B, ich habe seinen Namen vergessen. Balak, Bakla, Baklava war sein Name. Aber Nick ist halt schon eine harte Sau, ne? Als wäre das hier nix. Macht er das einfach. Ist das krass. Wird langsam brenzlig da unten, Bruder. Lass den Rest vom Sprengstoff liegen und komm zurück. Seh dir das an. Der Jackpot. Das ist zu weit. Ich versuche es. Aggressiv. Ich würde eher sagen, es ist ein Held, wenn er das macht. Das ist viel zu einfach. Och nö. Oh nein. Was ist denn? Es sind zu viele. Die töten ihn. Im Himmel. Halt! Was bringt es, ihn zu warnen? Es gibt keinen Ausweg. Hey, wie sieht's da oben aus? Oh mein Gott. Das ist schon ein bisschen mies. Aber guck mal, er und Salim sind beste Buddies. Sag's ihm. Sie haben dich umzingelt. Hunderte. Wenigstens bist du ehrlich zu mir, Mann. Tut mir leid, Nick. Für das hier. Und auch die Sache am Checkpoint. Es ist Krieg, Jason. Sowas passiert. Als ob das bisschen ausreicht hier. Wie cool er einfach bleibt. Boah, wann kommt dieser Typ jetzt? Der ist auch hinter uns irgendwo. Wo sie das ganze Dynamit her haben wollen. Ja! So viel war das auch nicht, oder? Sprengstoff platziert. Nein. Ja.
Und Rachel sagt gar nichts dazu. Es hat nichts gebracht. Nick, antworte verdammt! Ist das dein Ernst? Komm schon, Bruder, sag was! Ist das euer verdammter Ernst? Tut mir leid. Ja, mir auch, denn der Part ist vorbei, Leute. Also das, ich verstehe. Egal, lasst mir Liebe da, schreibt mir was Schönes und liked das Video. Wie fandet ihr die Explosion? Ich fand sie scheiße. Wir sehen uns wieder zu Haus der Ärsche. Tschüss.